Cameron Douglas rechnet mit seinem Vater Michael Douglas ab. Er erzählt, wie tragisch seine Kindheit mit dem berühmten Vater war und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. In wenigen Sekunden erfahren Sie mehr. Bei der Hochzeit von Oliver Pocher gab es eine kleine Panne, aber auch viel Romantik. Schauen Sie mal. Glauben, alle Nachrichten zu lesen und die Mailbox abzuhören. Was bei so einer Aktion herauskommen kann, zeigt ein neuer Film mit Elias Mbarek und vielen anderen deutschen Stars. Da sind Probleme wohl vorprogrammiert. Willkommen zurück. Michael Douglas hat seinen damals minderjährigen Sohn Cameron kurzzeitig als Drogenbote benutzt. Das ist nur einer von vielen Vorwürfen, die der heute 40-Jährige seinem berühmten Vater macht. In einer Biografie beschreibt er seine zum Teil qualvolle Vergangenheit. Und Michael Douglas, der das Buch gelesen hat, streitet nichts ab. Heiner Lauterbach hat ein Online-Schulungsprojekt ins Leben gerufen. Wer Interesse an Filmen hat, kann sich zum Beispiel ein Lernvideo von Til Schweiger anschauen. Wir wollten von den Stars mal wissen, von wem sie selbst gelernt haben, beziehungsweise wer ihre Inspiration war. Das war's von uns, liebe Zuschauer. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Leute heute. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.